Mehr als 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Eine unermessliche Zahl von Lebewesen lebt harmonisch miteinander in den Weiten der blauen Ozeane. Eines davon ist der schlauste Freund des Menschen, der Delfin. Delfine sind die intelligentesten Lebewesen im Meer. Sie sind freundlich und hilfsbereit. Sie verstehen ihnen gegebene Anweisungen sehr gut und wissen, wie sie darauf reagieren müssen. Ihre Körper sind einem wunderbaren Design entsprechend angepasst. Wenn wir Delfine sehen können, so sind die Tiere in der Regel an der Wasseroberfläche. Doch die meiste Zeit ihres Lebens verbringen sie in der Tiefe des Ozeans. Wo es sehr dunkel ist und wir überhaupt nichts sehen, geschweige denn Nahrung finden könnten. Delfine aber sehen in der Dunkelheit des Meeres besser als wir bei Tageslicht. Wie machen sie das? Allah schuf die Delfine mit einem komplexen Ortungssystem, das auf dem Empfang von Schallwellen beruht. Wissenschaftler bezeichnen ein solches System als Echolot. Um herauszufinden, wie Delfine dieses System benutzen, müssen wir uns ihren Kopf genauer anschauen. Ein Delfin atmet durch sein an der Kopfoberseite befindliches Atemloch. Direkt unter dem Atemloch befinden sich kleine Luftsäcke. Wenn der Delfin Luft durch sie hindurchpresst, entstehen abgehackte, unterschiedlich hohe Pfeiftöne. Diese Klicktöne werden in kurzen Abständen ausgesendet. Jedes in der Nähe befindliche Objekt wirft ein Echo dieser Töne zurück. Delfine lauschen sehr aufmerksam auf diese Echos. Die zurückkommenden Schallwellen werden von einem im Unterkiefer befindlichen Areal empfangen, das akustische Fenster genannt wird. Von da aus wird die akustische Information an das Mittelohr weitergeleitet und von dort schließlich zum Gehirn, wo sie ausgewertet wird. Die Echos, die aus ihrer Umgebung zurückkommen, geben den Delfinen genaue Informationen über die Entfernung anderer Objekte, ihre Größe und Geschwindigkeit. Mit diesem Echolotsystem können Delfine ein großes Areal ihres Lebensraumes überwachen. Sie verfügen damit über ein perfektes Sonarsystem, mit dem sie den Meeresboden wie mit einem elektronischen Instrument abtasten.
Die Tatsache, dass ein solches Hightech-System aus Fleisch und Knochen besteht und in den Körper eines Wasserlebewesens eingebaut wurde, ist der Beweis für die große Kunst in Allahs Schöpfung. Seit Millionen Jahren benutzen Delfine eine Technologie, die die Menschen erst im 20. Jahrhundert entdeckt haben. Es ist unmöglich, dass ein Tier sich ein solch wunderbares System durch seinen eigenen Willen aneignen könnte. Das unvergleichliche System, über das die Delfine verfügen, ist der Beweis dafür, dass Allah sie geschaffen hat. Objekte im Wasser zu erkennen, ist nicht die einzige Funktion dieses Hochfrequenz-Sonarsystems. Delfine benutzen ihr Sonar auch, um Nahrung zu finden. Wenn sie in Rudeln schwimmen, richten sie ihre starken Sonarwellen auf Fischschwärme, wodurch sie ihren Opfern die Orientierungsfähigkeit nehmen. So werden diese zur leichten Beute für sie, auch zur Beute für Seevögel. Delfine benutzen ihr Sonarsystem auch zur Kommunikation. Sie können untereinander Botschaften über eine Entfernung von bis zu 220 Kilometern austauschen. Das heißt, ein Delfin im Bosporus kann sich mit einem Delfin in den Dardanellen verständigen. Die Delfine benutzen dieses wunderbare Kommunikationssystem hauptsächlich, um sich gegenseitig zu lokalisieren und um einander vor Gefahren zu warnen. Die Menschen haben leistungsstarke, wundervolle Augen, die ihnen eine optimale Sicht an Land ermöglichen. Doch unter Wasser sehen wir alles sehr verschwommen. Der Grund dafür ist, dass sich das menschliche Auge unter Wasser nicht scharf stellen kann. Um dieses Problem zu umgehen, benutzen wir Taucherbrillen, sodass unsere Augen von einer Lufthülle umgeben sind. Nur mit Hilfe der Taucherbrille können wir unter Wasser klar sehen.